Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Apex Bull und wir spielen wieder Star Wars on Republic. Die Mod für Stellaris im Moment. Jo, bis jetzt gefällt mir das Ganze sehr gut. Wir hatten hier einen Mini-Krieg mit der Trade Federation und Commerce Guild. Allerdings haben die sich überhaupt nicht gewehrt. Die Commerce Guild hätte gar nicht zu Hilfe eilen können. Fällt mir gerade auf, weil dieses System hier von, wie heißen sie, vom Arcanian Dominion kontrolliert ist. Das heißt, die kommen hier nicht mal durch, die sind komplett voneinander abgeschnitten, das ist gut für uns gewesen. Und die Trade Federation hat sich nicht wirklich gewehrt. Ich glaube auch, dass unsere Armeen einfach zu stark waren. So, wir schicken mal unsere Armee hier zurück, also die Bodentruppen, da haben wir zweimal AT-STs und Sturmtruppen. Ansonsten, ich wollte eigentlich hier einen Sektor kreieren und Vasallen entlassen, also einen Vasallen entlassen. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass natürlich das Sektorensystem überarbeitet worden ist und wenn wir jetzt hier einen Sektor gründen wollen, können wir nicht einfach dazu tun, was wir wollen, sondern es nimmt alles, was 4 Sprünge entfernt ist, dazu. Und ich will diese hier Rule will ich schon dabei haben, aber das hier will ich nicht dabei haben. Das soll eigentlich noch zu uns gehören. Das heißt, dabei kein Vasall, wir werden alles selbst managen, was natürlich viel Arbeit ist, aber darum geht es ja auch irgendwie in Stellaris, würde ich sagen. Okay, wir werden uns auf jeden Fall weiter hier in diese Richtung ausbreiten. Zack, Außenposten. Du hier. Darfst eigentlich hier einen bauen. Dann brauchen wir noch ein Construction Ship. Und das soll bitte hier hinfliegen. Gut, wunderbar. Science Ships. Können die momentan was tun? Da müssen wir schauen. Wir haben hier diese Ausgrabungsstätte. Da ist keiner dran. Okay, interessant. Grab mal aus hier. Des Weiteren. Station Log Anomalies, wir haben eine, das heißt momentan sind unsere Ausgrabungsstätten, unsere Science Ships ziemlich nutzlos. Aber okay. Wir werden dann auch noch hier überall, da ist ein gutes System. Hier unser Empire zumachen so quasi und diese kleinen Flecken in der Mitte. So jetzt tirolerisch, in der Mitte ausmerzen. Gut, hier haben wir noch immer die niedrige Stabilität. Das liegt einfach daran, dass wir hier ein bisschen problematischere eine problematische Situation haben. Wir haben diesen Planeten hier so quasi aus der Steinzeit rausgeholt. Also für Star Wars zumindest Steinzeit. Wahrscheinlich waren sie moderner als wir heutzutage. Aber naja, auf jeden Fall hier die 2 Flotten zusammenfügen. Auf jeden Fall waren sie dann sehr unzufrieden, was ja klar ist. Wenn ich einfach einmal in ein riesen galaktisches Empire integriert werde, das Planet, habe ich auch keinen Bock drauf. Ich die Bevölkerung bin. Aber naja. Gut, hier können wir natürlich auch noch bauen. Hab da doch ein paar Dinge vergessen. Ja, wir werden dann alles noch die ganze Wissenschaft hier holen. Da. Perfekt. Cool. Ansonsten müssen wir unseren Empire Sprawl hier ein bisschen reduzieren. Das geht mit Gebäuden. Und da werden wir jetzt mal anfangen damit. Und zwar haben wir hier einen Druiden, der nichts zu tun hat. Hier ist ein Druid. Gut. Können keine höheren Jobs machen, soweit ich weiß. Schauen wir uns ganz kurz mal die, in Anführungsstrichen, Politik zu Druiden an. Population, Set Rights, Servitude, das wollen wir nicht. Wir können da relativ wenig ändern für unsere Druiden. Ja, das passt eigentlich. Okay, ja, Druiden sind Druiden, das ist einfach so. Die können nur niedere Jobs machen.
Aber nichtsdestotrotz werde ich hier hier wird schon gebaut. Okay, dann nicht hier. Werden wir hier vielleicht. Wie sieht hier aus? Was haben wir da? Über es. Normale Human. Sollten ja eigentlich keine Larven sein, aber sie sind es trotzdem. Naja, aber wenn wir hier Indentured Servitude lassen, passt es mir dabei eigentlich ganz gut. Oh verdammt, ich habe keinen Kaffee mehr. Wenn wir es hier so lassen, dann kann der auch andere Jobs ausführen. Gut, wir werden hier mal kurz bauen. Und zwar hätten wir gerne Administrative Offices. Das heißt, wir brauchen einen Bürokraten hier. Schauen wir, ob das dann geht. Und was machen wir hier? Okay, hier haben wir natürlich unsere Nemodianer. Da haben wir einen relativ hohen, der nichts zu tun hat. Könnten das Ganze, wenn wir damit machen, wir haben hier überall genügend Ressourcen. Bräuchten natürlich noch mehr Alloys, die brauchen wir immer. Bräuchten auch ein bisschen Hyperfuel. Wir könnten hier eine Raffinerie bauen, allerdings. Allerdings. Hier können wir keine Offices bauen. Okay, das ist nicht cool. Das heißt, wir werden auch hier Droiden bauen. Sonst sind relativ viele Jobs übrig. Wir brauchen einen höheren Job. Sonst irgendwas, was uns was bringen würde. Eigentlich nicht wirklich. Wir müssen halt hier auf das Upgrade warten. Ist so. Gut, dann bauen wir trotzdem hier für die Droiden was. Boom. Das heißt, hier passt mal alles. Hier ist auch alles in Ordnung. Wir können das Spiel wieder laufen lassen. Dann mal kurz hier rein bei unserer Koalition. Da fehlt natürlich noch ein bisschen. Könnten hier einen Envoy dazu schicken. Allerdings haben wir einen beim Senat. Gibt's hier momentan zu tun? Okay. Wir werden das opposen. Hätten natürlich gern, dass wir durch unsere Stärke in der Ökonomie schauen, wo sind wir? Okay. Ist alles sehr interessant. Das sind die ganzen Sachen, die also zum Boten kommen. Ah, wir können hier einfach durchgehen. Nice. Hier Diplomatic Weight from Economy Support. Hier. Können wir auch supporten? Trade Value, Diplomatic Weight from Economy Support. From Pops. Worker Happiness Support. Wir wollen alles. Hier. Wollen wir auf keinen Fall raus.
Employed workers have their unhappiness penalty reduced by 10. Modifies the point from tech. Nein. So. Birth of the Galactic Market. Jawoll. Port. Breach of Galactic Law and the kills a pearl. What the fuck? Nein, wir wollen alles töten können, was wir wollen. Boss, wir wollen halt prinzipiell schon haben. Nehmen wir mal, die Inside Boss are in Bridge of Galactic. Nein. Das wollen wir allerdings auch nicht, wenn die hier irgendwo in unseren Grenzen sind, die Virgil, dann ja. Wenn wir keine Mali haben. Wir sind hier überall durchgegangen, hier sind die Mining Drones, okay, passt. Das heißt, wir lassen es weiterlaufen. Wir werden uns jetzt mal um unsere Stationen kümmern. Was können wir hier bauen, was Sinn macht? Target Uplink, da da da. Die ist sehr stark, die ist auch voll ausgebaut. Wir können leider noch nicht upgraden. Haben aber unsere Mega-Struktur abgegradet. Die wird umgebaut und dann können wir Venators bauen. Und auch Dreadnoughts und die will ich unbedingt. Okay, bis jetzt sieht mal alles sehr gut aus. Die Frage ist, was erwartet uns hier unten? Und wir müssen das hier reduzieren, damit wir mehr Planeten bekommen können. Mhm, hier also überall haufenweise Verträge und. Ja, wir bauen hier auf jeden Fall gleich mal weiter. Dieses Construction... Ah, okay, das war das natürlich. Wenn die anderen fertig sind... Okay. Genau, der soll hier alles ausbauen. Okay, Commercial Pact Invitation und zwar von. Nein. So, hier. 6 Minor Artifacts. Okay, wir sind jetzt da also gelandet. Automated Security is indeed. Okay, wir erforschen hier also einen Platz mit Energiesignaturen. Das bedeutet eben, dass dort quasi automatische Sicherheit an ist. Was ist hier? Da, da, da. Wir haben hier keinen neuen Rivalen dazu bekommen. Wir können aber mal kurz hier schauen, wen hassen wir denn wirklich? Momentan sind so ziemlich alle schwächer als wir. Research Agreement auf jeden Fall. Wobei, wir haben wieder ein bisschen mehr Influence, das ist gut. Das ist also kein Problem, wenn wir den schließen. Association Status. Sind die? Unten. Die hassen die anderen. Okay, das heißt kein Association Status für euch dabei. Wir brauchen die. Brauchen hier kein Vertrauen und auch keine Beziehungen zu denen. Hier aus. Wir müssen das alles einfach durchgehen. Lassen dabei laufen. Nein, wollen wir auch nicht. Was seid ihr denn? Da, da, Hegemonie. Oh, die sind gar nicht so klein. Dann hat es eine neue Session. Wird
der wird jetzt gerade gewählt. Wir haben das schon ausgewählt. Dann nehmen wir hier den Intel Spice Freighter. Signal the nearest fleet patrol to take custody of the prisoner. Spice Production plus one. Okay. So, und jetzt können wir also bei unserem Planeten weiterbauen. Hier haben wir übrigens wieder mal zu viele Mineralien. Wir werden schauen, dass wir hier wieder den Alloys produzieren. Okay. Bauen also. Oh, Administrative Office bräuchten wir natürlich auch. Ja, passt irgendwie zu Coruscant, gut. Auch hier könnten wir eins bauen, haben aber natürlich hier den Druiden, oder? Ja. Das der Druide bringt uns hier wenig. In Offices, allerdings könnten die natürlich. Naja, ein Druide wird kein Droid Technician sein können, aber er wird ein Technician sein können, oder? Mal schauen. Klinik wäre natürlich auch verführerisch. Allerdings haben wir nicht wahnsinnig viel Faktor. Ja, doch, wir haben wieder welches. Wir bauen hier eine Klinik. Gut. If Axum können wir upgraden. Neues Research Lab. Relation. Hier haben wir natürlich auch wieder einen Druid. Nein, ist kein Druide dieses Mal. Mensch, bald haben wir einen Druiden. Financial District ist immer gut, Nahrung für später. Allerdings werden wir hier bald Housing brauchen, machen wir das. Und hier einen District. Jetzt hier aus. Das ist jetzt gebaut worden. Oh, hier geht's weiter. Abandoned Separatist Outpost. While fighting into the compound, something became clear. This isn't meant to be a museum for the glory of the CIS, but instead just a temporary storehouse. Okay. Wir haben hier also Probleme mit der automatisierten Sicherheit. Musik hat einfach gestoppt, schade. Geben wir einen Sklavenarbeiter. Könnten eine Foundry bauen? Ja. Dann hier haben wir verdammt viele Unemployed jetzt. Da ist die Frage. Wir werden diese Factory ja behalten wir sie. Schauen wir uns die kurz an. Ja, da hauen halt dann immer wieder Pops ab. Ja, wir haben sie mal. Ja, es ist halt so, dass wir diese Fabrik jetzt hier haben. Kennt man aus dem Base Game. Okay. Hier ist dann natürlich die Frage. Was machen wir mit den ganzen? Ich bin verdammt unglücklich. Wir können hier aber einiges bauen, das heißt wir bauen einmal Administration Office, vielleicht zweimal. Dann werden wir uns hier auf jeden Fall um das Housing kümmern. Einmal ein Holo Theater, damit sie glücklicher sind, ist in Ordnung. Und dann hätten wir, ich glaube wir warten mal bis wir das gebaut haben und dann schauen wir weiter. Ich wollte noch schauen, ob wir irgendwo Rivalen haben können. So, verdammt viele Völker. Hier, die sind schon.
Moment, Corellian Security. Sind die unsere Rivalen? Können wir die zu Rivalen machen? Sind zu schwach, glaube ich. Wir werden Harm Relations raushauen, und zwar mit dem hier. Okay, kann kein Rivale sein. Verdammt. Technology secured. Ich hasse die so oder so. Da hätten wir jetzt einen hin schicken können, aber das werden wir dann machen, wenn der andere wieder frei ist. Wir haben mehr Auswahl bei der Research, super gut. Hätten jetzt gern Laser Cannons, wäre ganz cool. Iron Cannons 3. Transcript für Supercomputer brauchen wir dabei nicht. Aber ist natürlich im Hinterkopf zu behalten. Das wird ganz cool, wenn das fertig ist. 13 Monate. Wir werden hier die Laser Cannons nehmen. Gut. Mhm. Stellar Prosperity Coalition. Okay. Tell Revan. Ah, ja, ist klar. Natürlich ein Problem damit, dass wir sie erobert haben. Müssen das Ganze früher oder später im Griff kriegen. So, wo waren die jetzt, die wir gesucht haben? Das ist nämlich das einzige Empire, das uns gegenüber. Wirklich gleich stark ist. Okay. Ein Hegemonie. Wir mögen sie mal nicht, weil sie Loyalisten sind. Haben die eine Allianz? Ja, haben sie. Das könnte gefährlich werden. Und zwar mit den Slave State hier drüben. Die sind auch gar nicht so klein. Naja, okay. So, wir wollten noch vor Ewigkeiten schon verkaufen. Verdammt, auch Erfahrung haben wir viel. Das müssen wir auf jeden Fall umstellen. Da. Werden hier mal 5000 Nahrung verkaufen und 5000 Mineralien, ja. Werden jetzt dann gleich hier ein Problem. Nein, hier können wir genügend storen. Okay, Credits können wir unfassbar viele haben. Nice. Eine neue Tradition. Was sollen wir? Base Trade Production for Trade Routes. Da. One free building slot is nice. Gut. So, the team is now fighting its way through the old security center. We are quite sure that this will lead to the inner vault. Okay, proceed. Treasures. Haben wir also was gefunden? Relic found Empress Theta's Crown Jewels. Uns das mal an. Wo können wir die Relics? Ich vergesse es immer, wo das war. Relics, 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 da. Da, Traditions and Relics, Relics. Monthly Unity, nice, das ist ziemlich gut. Ah, können wir weil nicht aktivieren. Aber sieht interessant aus. Bald können wir hier mal. Sappho kennt man aus dem letzten Star Wars Spiel. Das davor geht nicht bekannt, zumindest. So. Wir uns hier noch drum kümmern, haben hier wieder einen Worker frei. Werden hier dabei Kohle generieren, würde ich sagen.
Technology secured. Beziehungsweise. Das ist natürlich hier cool. Was haben wir hier? New Corbett. Ah, das ist unsere. Unsere neue Corvette. Greetings, Emperor Palpatine. We have a technological breakthrough in ship design. We are proud to announce that we can now put a new Corvette into service. The Randili Star Drive Light Corvette, or also called Imperial Custom Corvette, is a small, agile ship that can be used effective for missile and fighter defense. In addition, it's an effective tool to hunt small combat ships with other weapons. Es ist also besser als unsere CR90. Schauen wir es kurz an. Das sollte dann wohl schon hier sein, oder? Ist die neue, das ist die alte. Ein Out of Service müssen wir es nicht nehmen. Wir werden die Designs hier behalten. Aber die ist natürlich besser. Sieht zwar schlechter aus, aber ist besser. Ja, wir können eine neue. Ah, Advanced QX Platforms, XQ Platforms, nice. Micro Thruster, mehr Evasion. Mining brauchen wir dabei einfach. So. Titanium Plating, ich würde hier in diese Richtung gehen. Mehr Forschung, wir haben zwar hier nicht so viel. Wow, da ist ein. Geht gerade. Haufen ab und wegen Sirenen und so weiter. Sorry, wenn man das hört, das ist gleich vorbei. So, weiter bauen hier. Wir können blöderweise. Naja, der hier. Ein Druide. Das heißt, der kann einen dieser Jobs übernehmen. Wahrscheinlich. Wir werden zuerst mal weiter in Richtung Kohle gehen hier. Hier können wir upgraden, das ist auch gut. Hier haben wir einen Arbeiter, was soll der machen? Ich will, dass der hier rauf geht. Ja, das war eigentlich, wollte ich zwar jetzt nicht machen, aber ich werde es trotzdem so lassen, dass das hier priorisiert wird. Werden hier. Einen Financial Trick bauen. Gut. Dann gern mal die Trade Routes angesehen. Neues Alliance Level, nice. Vorrang hier. Mehr Unity. Unsere Agreements kosten nichts mehr. Wir nehmen hier Political Overseers. Ah, okay, Moment, wir können da keins auswählen. Ich habe das noch nie gemacht, sorry. Es sind alle drei geil. Cool. So. Wenn wir hier unsere Starbases binden. Ship Protection ist überall eigentlich gut. Hier haben wir Piraterie. Interessant. Protection da. Wieso können wir das jetzt nicht verbinden? Muss dazu ein Trade Hub da sein? Ja, muss da sein.
Oder? Könnte man hier eigentlich einen Trade Hub bauen? Constructing. Collection Range plus 1, okay. Enable Capacity passt. Passt eigentlich auch alles dabei. Naja. In Ordnung, wir können eigentlich dabei nicht viel tun, außer zu warten und natürlich mit unseren Construction Ships hier weiter bauen. Empire Sprawl passt dabei gut. Hier bauen, zack, zack. Und hier werden wir jetzt anfangen, die Lücken in unserem eigenen Empire zu schließen. Können wir allerdings hier zuerst bauen, das ist das allererste, was wir machen, hier auch. Ist überall gebaut, nice. Dann werden wir hier nach Kur gehen, wenn das alles gemacht ist. Okay. Hier oben gibt es auch noch. War declared. What? Das Arcanian Dominion hat hier. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil es so mini ist. Gehört denen und nicht uns. Naja. Construction complete. Gut, hier ist fertig. Course approved. Und dann in die Construction Richtung gehen. Complete. Course approved. Hier können wir auch weitermachen. Okay, die Folge dauert schon über 30 Minuten. Technology secured. Ist jetzt mal eine bisschen kürzere, allerdings wollen wir hier natürlich noch eine andere. Mit Blue Laser Blue wollen wir hier eine andere. Industrial Hub wäre auch interessant. Ja. So, damit ich sie jetzt endlich rausbringe, eine andere Technologie auswählen. Ship Architectures Tier 1 Types, das ist interessant, das werden wir nehmen. Okay. Ja, in dem Fall beenden wir das jetzt hier. Ich werde heute am Abend bzw. morgen, wenn die Folge draußen ist, streamen. Wer Lust hat reinzuschauen, würde mich sehr freuen. Stream ist unten in der Beschreibung, also der Link. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke vielmals für das coole Feedback zu den ganzen Folgen. Es sind sehr viele neue Abos dazugekommen, also zumindest für so einen kleinen Channel sehr viele neue. Und mich freut es sehr, dass da so ein großes Interesse... Interesse? Heute läuft es nicht mehr im Rennen. Interesse bei es auf YouTube. Könntet ihr mir natürlich ein Abo hinterlassen. Aber wenn es irgendein Problem gibt oder sowas, irgendwas überhaupt nicht gefällt, dann sagt es mir. Die nächsten Folgen werden sich dann ein bisschen mehr mit Krieg beschäftigen. Ich würde mich gern hierhin ausbreiten und auch gern hier in den Süden ausbreiten. Die Corellian Security geht mir irgendwie auf den Sack. Und solange die noch so schwach sind, werden wir die mitnehmen. Und zwar hätte ich dann irgendwann vor, die zu den Vasallen zu machen. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Euer Apex Bull. Ciao.